Henne, 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 wir brauchen eine Henne. Ich kann das erklären. Bonjour, meine Freunde der Leichen und Seichen Unterhaltung, und willkommen zurück zu Minecraft Mark mit meinen sehr, sehr verwüsteten Augenbrauen, denn die sind verwüstet, weil die echt nicht nett sind und echt nicht toll. Ey. Bitte funktionieren jetzt, ey. Ich sehe auch schon eine Fehlermeldung. Dankeschön. Ey. So, in dieser Folge beschäftigen wir uns damit, dass Sturmwerfer ein Dunkelhof ist. Okay. So, haben wir Nacht? Nein, wir haben nicht Nacht. Unsere Baumfarm funktioniert auch noch. Was mich aber mehr interessiert, ist, ob das hier auch noch funktioniert. Siehe, das müsste jetzt ja eigentlich komplett vollgelaufen sein. Das ist der Nizer. Schauen wir mal. Kurz den hier, den hier, den hier. Gucken wir mal kurz, ob alle voll sind. Ansonsten meinten viele von euch, ey, lass doch einfach mal laufen. Jetzt müsste doch eigentlich gehen. Du hast das jetzt mit Energie versorgt. Stimmt eigentlich. Ich war nur jetzt halt leider, was heißt leider, ich war jetzt nur mal sinnvoll eigentlich auch. Sehr übervorsichtig, weil ich ein wenig Schiss hatte, dass nochmal irgendwas in die Hose gehen kann. So, so, die Seite war nämlich jetzt die letzte, die, ich guck mal, hier ist das schon die, ne, genau, die letzte, wo noch was potenziell passieren könnte, aber lassen wir es jetzt einfach mal, upsa, so wie es ist, der Rest müsste ja von selbst funktionieren jetzt. So, die Seite ist übrigens komplett voll, ne, yo, amazing. So, dann, let mal doen, ey, keine Erde. Im besten Fall. Lieber Sturmwaffe. Okay, gut. Das hier oben hätte sowieso nicht so viel gebracht, tatsächlich. Hier wären zwar immer mal wieder dann welche gespawnt, aber... Tomate. Das ist... Tomate. Ja. Let's fetz, Alter. So, alles voll, alles da. Gucken wir mal. Tralala. Sache, so ein Creeper getötet und dann gibt's Rektings. So, das müsste jetzt eigentlich tatsächlich durchlaufen. Wir schauen mal hier. Hier ist nichts durchgekommen. Hier ist auch nichts durchgekommen. Warum ist das so? Ich habe jetzt zwar noch welche hier, aber das kann ja eigentlich auch nicht das Wahre sein. Habe ich dich getrennt mal von irgendwas? Kann das sein? Mal kurz. Sticks. Vielleicht wegen dem Shit hier. Kann mir sogar fast noch vorstellen. Also ich meine, wir brauchen die Versorgung ja nicht mehr. Die kann ich jetzt gleich auch mal abmachen. Sticks. So, und dann können wir diese Folge nämlich jetzt mal wunderbar mit unserem exotischen Reactor of Life anfangen. Komm. So, und jetzt schauen wir mal. Kommt dann auf einmal durch magische Weise etwas da rein. Nicht? Hallo? Okay, gut. Dann machen wir das mal kurz weg. Das mal kurz weg. Den ganzen Crap mal kurz weg. Okay, gut. Die, gönne ich mir jetzt einfach mal kurz den Luxus. Habe ich ja gerade. Einfach mal die nochmal in die Hand zu nehmen und nochmal neu zu setzen. Damit die halt auch nicht so irgendwie so umgeaced sind, so wie ich das gerade gemacht habe. Vorher hat es ja funktioniert. Ist die große Frage, ob denn insgesamt... der Schizo funktioniert. Ich schau mal kurz. Erstmal kurz sleepen. Alles easy peasy. Motherfucking lemon squeezy. So. Perfektamente. Wir gehen mal kurz raus und schauen uns das ganze Übel doch einmal an. So, wir haben hier unglaublich viele Slabs. Die werden natürlich gerade geburnt. Das erklärt einiges. So. Äpfel. Die auch voll oder warum werden die da reingesetzt auf einmal? Sind auf jeden Fall einige drin, aber es ist wieder kein Holz da. Das ist natürlich. Ui. Das ist natürlich wunderbar. Wunderbar! Schau mal. Burnt AIDS denn was? Das ist die große Frage. Ich wundere mich, da haben wir so jetzt wieder irgendwie mein Ende. Und irgendwie hier dieses Rumpoltern gehört. Läuft auf jeden Fall ziemlich hart. So. Ja gut, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen warten, bis die Machine weitermacht.
Dann würde ich sagen, das läuft ja schon mal alles ganz passabel. Gucken wir kurz hier rein. Das ist auch alles fleißig. Fleißig und sexy am Spawn und nicht Spawn und whatever Spawn. Auf jeden Fall haben wir damit die ganzen Sachen, die die Mobs immer droppen lassen. Es ist einfach nur Nizza. So, loving it mucho. Und was ich auch noch love, ist, dass wir jetzt mit unserem Reaktor anfangen können. Und dazu brauchen wir Folgendes. Ich gucke mir das Ganze nochmal an, denn ich habe das vor ein paar Tagen mir schon runtergeschrieben und angeguckt, aber nicht mehr sonst großartig da reingeschaut. So, Reactor Casing ist nämlich das Erste, was wir jetzt brauchen. So, Casing. There we go. Ganz viele wunderbare Sachen. Und die Dinger machen wir nämlich aus folgenden Sachen. Wir müssen einfach nur, ich meine, es wäre Kohle schmelzen. Leute, ich gehe mal kurz hier rein. So. Genau, Kohle einfach nochmal schmelzen oder Charcoal schmelzen. Dann kriegen wir diese Graphitbars, Uranium oder Yellorium. Haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen durch die ganzen Mining-Trips. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mal kurz gucken. Yellorium haben wir sogar mega viel von. Gut, dann werden wir das einfach mal kurz. Ist hier irgendwie so eine Agro-Katze drunter oder was geht ab? Nicht in Generator tun, dann werden wir das Ganze mal in Macerator kurz packen. Perfekt, das funktioniert auch schon. Dich tun wir mal hier rein, genau wie den ganzen anderen Mist. So. Alter, was geht denn irgendwie mit der Katze ab? Und irgendjemand meinte zu mir auch, Kev hätte jetzt wohl die. Eine Iridium-Maschine oder so. Ich werde nochmal gucken, dass ich vielleicht die Tage was mit Kev mache. Dann können wir nämlich auch mal anfangen, an so einer Quantum-Rüstung zu arbeiten. Gerade weil mein Helm ist ja auch im Arsch zum Beispiel. Meine Sachen, die ich jetzt habe, die sind zwar ganz süß und nett, aber geht besser natürlich. So, ich mache mal kurz den ganzen Mist auch mal in unser System. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Einmal so. So. Ganz viel Kohle. Sowas hier. Tatsächliche Erze. Und nicht nur der totale Müll. Also wir haben Papier auch noch hier drin. Flint, why not? So. Ich werde mal kurz, hier meine ganzen Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt immer die ganze Zeit wegwerfen würde, kurz saven und dann mache ich mal. Sopp. Sopp. Das geht ja so. Äpfels. Einmal nochmal hier rein, bitte. Thank you. Das macht die 1. So. Casing. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Charcoal und die Charcoal müssen wir jetzt erstmal leider weiterschmelzen. So, das ist ein bisschen blöd. Das dauert auch ein bisschen, aber that's how it goes und so muss es sein. Alter, sag mal, bin ich behindert jetzt? Also kein Scheiß. Oder ist es? Ist das von hier hinten irgendwo? Ich hab keine Ahnung. Okay, gut. Ich würde das jetzt auch ganz gerne laufen lassen. Ich habe echt Angst davor, das laufen zu lassen. Und ich muss mal gucken. Ich habe gestern wieder gestreamt. Das hat sogar super funktioniert. Ich würde ganz gerne auch die Tage ein bisschen mehr streamen. Ich muss auch dringlichst mal wieder Mark streamen. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Aber das ist halt so das große Ding, dass ich nicht weiß, wie ich das alles hinkriegen soll. Den hier irgendwann, komm mal da rein tun. Denn das ist alles momentan echt stressig und ich muss das ja auch alles eigentlich ein bisschen vorbereiten. So, das tue ich mal ganz kurz hier rein. Hier ist auch noch total viel Shit. Denn wir haben das ja gemacht, damit wir ein wenig unsere Sachen abladen können. Na ja, gucken wir mal, passt das hier alles noch da rein? Passt auch noch alles da rein, das ist fantastisch. So, das hier und das hier auch noch. Das ist wieder too much. Gut, und was ich auch noch als Tipp bekommen habe von euch, da bin ich euch ja immer sehr dankbar, ist, dass ich doch bitte die Dings benutzen soll, also die kleineren Storage-Dinger, nur damit ich halt die verschiedenen Items machen kann, weil Platz und so habe ich eigentlich recht viel. Habt ihr auch recht. Ich habe echt Angst, dass die Saplings nicht reichen. Ich muss das mal ganz ehrlich kurz dazu sagen. Also ich würd vielleicht ganz gerne nochmal die Dings hier maken. Ne? Wisst ihr selber. Ich guck mal kurz. Da sind wahrscheinlich keine mehr reingekommen, ne? Nee. Da wird auch nur recht spärlich alles versorgt.
Ich überlege tatsächlich trotzdem, das noch hiermit zu powern. Also dann sind es halt zwei gepowerte Dinger. Aber wenn ich es laufen lasse, if you know what I mean, ey, dann ist mir das fast lieber. Naja. Ich würde es halt gerne mal über so einen Stream testen, weil dann sind wir 90 Minuten lang da, wisst ihr? Und dann könnte man gucken, wie das alles so zusammenkommt. So, Jelorium hier wieder und zack und so und einmal hier. Gut, dann einmal so und dann einmal den hier bitte. Dass einfach nicht das Rezept läuft. Warte. Läuft hart auf jeden Fall beim Game. Ist einfach überhaupt nicht das Rezept. Und dann den Rest hier mit. So, und dann haben wir ein wenig Reactor Casing oder Big Reactor Casing zumindest. Denn das brauchen wir auch. Und wir brauchen nicht nur ein bisschen davon, sondern echt verdammt, verdammt viel. Aber wir können jetzt hier einfach schon mal anfangen. Denn, so viel ich weiß, muss dieses ganze Gedöns einen Radius von 5 mal Mother Effing 5 haben. Und das werden wir nicht hier reinkriegen. Deswegen gehen wir einfach mal nach oben. Und dann werde ich einfach den Reaktor auf meinem Haus platzieren, um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu machen. Außer natürlich, die ganze Scheiße kann hochgehen. Da habe ich mich zum Beispiel noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Aber das sollte eigentlich alles im Rahmen sein. Zumindest von dem, was ich bis dato gesehen habe. So, das Ding von Kev können wir auch mal. Wisch mein Leben, oder? Ach nee, das war Vini. Okay, cool. Gut, dann fangen wir mal kurz an. Dann können wir nämlich von hier oben dann alles sexy versorgen. 2, 3, 4. Das ist 5, okay, gut. Das ist nur 5. Auf 5. So. Das Ganze mal hier zu. Das können wir schon nicht mal mehr zu. Und da seht ihr schon ungefähr, was der dann für Ausmaße haben wird, wenn er denn ready ist. Unter anderem müsste ich mal in so einem Stream, da muss ich eigentlich gar nicht so viel vorbereiten, mein Haus einfach mal ein bisschen vernünftiger machen. Also wirklich so, einfach so ein Dekorationsstream, damit ich mal irgendwie ein bisschen vernünftig hier auch drin arbeiten kann. Hier ist alles immer so offen, aus Cobblestone, das ist so mit das Hässlichste, was ich nach wie vor jemals produziert habe. Gut. Nummer 20. Und ich meine, man könnte auch Reactor Glass machen mit irgendeiner... in irgendeiner Form. Ich schau mal kurz. 1, 2, 3, 4. Das müssen 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann hier nochmal 4 hoch. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. Kann sich nur um Jahre handeln. So, zack. Zack. Okay, supi. Hier können wir schon mal das anfangen voll zu machen. Das wird die Vorderseite. Ups. Entschuldigung. Ich habe irgendwie so ein bisschen Ansteckungsgefahr immer bei Mobs. Bei Mobs. Wir haben mal noch was Geiles gedroppt. Eine Hose mit Thorns. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Hup, hup, hup. So. Perfekt, perfekt. Ich schau mal kurz. Das interessiert mich gerade auch noch. Warte. Gehen wir kurz. Ups, nee, falsch, 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 falsch. Gehen sie. Oh Gott, nee. Crap. Warte. So. Der burnt tatsächlich echt viel. Das ist halt so dieses Ding. Das zieht echt viel. Also die brennen ja runter wie nix. Das ist ja so das Ding. Hier. Gehen im Sekundentakt runter. Wisst ihr, was ich meine? Also es sind zwar viele Saplings, die da auch wieder reingesetzt werden, aber gerade eben waren wir zum Beispiel bei 21. Und ich schau mal kurz. Zack, 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 zack. Ich werde mir auch so einen riesen RF-Speicher machen, wenn ich den Reaktor fertig habe. Und dann müssen wir mal gucken. So, den Scheiß mal wieder raus. Dann auch wieder Äpfel. Ey, das ist zum Kotzen. Da ist wieder gerade viel zu wenig Holz drin. Und jetzt sind wir schon bei 16 Stacks. Also, da kommen auf jeden Fall, ihr seht das hier, bedeutend weniger rein als raus. Und das macht mir Sorgen. Also, ich glaube, ich werde die doch nochmal deaktivieren, bevor ich jetzt hier rausgehe gleich. Also, in ein, zwei Minütchen. Und dann machen wir mal für den letzten Countdown wieder das gute Erdabbauen. In der Zwischenzeit, während ich das mache, kann ich mal kurz erstens meine Schuhe wieder nehmen, zweitens mal kurz pennen gehen. Und drittens dann mal kurz wieder Obsidian holen. Dann machen wir nämlich die Schaufel kurz ready, damit die uns nicht kaputt geht. Und dann nehmen wir die andere Erde noch mit. Hupsa.
Aber dann haben wir das wenigstens mal am Laufen. Dann müssen wir einfach den Reaktor fertig kriegen. Und dann durch den Reaktor eben können wir dann vieles besser, dass diese Leiter noch immer noch funktionieren, powern, finde ich. So, und dann lassen wir auch mal das Obsidian sein. Nämlich die kann ich dann auch umbar speichern. Ich habe ja irgendwann einfach mal welche rausgeworfen, weil ich zu viel hatte. Ja. So. Durch! Los! Nur 3 Stück mit oder so. Ich glaube, 1 reicht sogar fast schon. Gut. Dreh dich mal weg. Zack, 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 zack. Zum aktuellen Gesundheitsstatus übrigens ist dazu zu bemerken, es geht mir besser, es geht mir deutlich besser. Also im Prinzip so wie gestern. Da hatte ich halt auch schon den Kopf wieder frei. Das war halt das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Denn mich nervt es halt zu Tode, wenn ich nicht klar denken kann oder so und dann total neben mir stehe. Und das hatte ich leider gestern. Gut, da ist auch noch Holz drin. Fick off. Dass die trotzdem noch da reingesogen werden, obwohl die einen festen Pfad haben. Das ist ein bisschen nervig. Kann da nicht irgendwie was machen? Repair friendly refill. Oh Gott, Hilfe, jetzt habe ich hier so ein Textdokument geöffnet. Open Item Tree Filter, Auto Refill On. Da habe ich zum Beispiel keinen Plan, was ich da umstellen muss, damit da halt nur noch Holz reinkommt. Das würde mich mal interessieren, aber egal. Gut, schauen wir mal. Und sind wir mal productive of life. So, dich mal kurz da rein. Da ist noch ganz viel Zeug. Und dann klauen wir uns doch mal. Sexy, hexy, wie wir eben sind. Da ist auch fast alles schon durch jetzt. Die wunderbaren Teile, Zeugs. Diese Essence-Dinger, da hatte auch jemand gesagt, damit soll ich irgendwas maken. Aber we will see. So. Wie viel ist denn dazugekommen? Ach, schon 2-3 Reihen, das ist ganz nett. Sogar davor noch was. Und wir haben sogar noch 2. Dann können wir die da hinten noch voll machen. Dann sind nur noch 2 Reihen nicht ausgefüllt. Das ist ganz nett. So, holen wir uns doch mal erstmal wieder unsere Schaufel. Okay. Schaufel. Kommen Sie her. Dann einmal in die Tourstation. So. So, 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 so. So, zack. Perfekt. Und dann machen wir einmal so. Einmal so. Erfreuen uns an den wunderbaren Soundeffekten, die da durchgekommen sind. Oh mein Gott, ich habe einfach keine mehr reingetan. Coole! Quit living on dreams! So, einmal den hier noch und einmal den hier noch, bitte. Wir brauchen nämlich noch einige. Und dann noch ein paar Torches. Torch. Perfekt. So, der sollte ja trotzdem weiter. Genau, die Dinger töten. Irgendwas ist hier mit einer Katze. Es nervt mich. Es nervt mich wirklich. Piu! Oh shit, da ist ja der Reaktor. Okay, gut, da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ups, wie wir das machen. Einmal so kurz. So. Den hier und den hier. Das haben wir jetzt die letzten Folgen ja auch immer schon gemacht. Schauen wir mal. Im besten Fall der Creeper, der da gerade rumgehasselt ist. Sollte dann nicht so weiter rumhasseln. Das wäre ganz Nizza. So, ich schau mal kurz. Und uns einfach kommen und rein. Ja. Jedes Mal aufs Neue tatsächlich ein Abenteuer. So, wir haben noch kurz die Zeit. Ich hole mal kurz die andere Cursed Earth aus dem Schizzle. Oh Mann, der arme Reaktor. Cursed Earth. Und dann müssen wir uns schleunigst eigentlich an den Reaktor machen, damit wir das fertigstellen können, in einen fetten RF-Speicher tun und dann funktioniert diese Maschine auch einwandfrei. Kostet halt viel Energie, meine Güte, aber dafür gibt's uns den Shit. Zack, zack. Ach, schon wieder. Ernsthaft, Leute? Ernsthaft? Okay. Da funktioniert's. Manchmal ist es... Ernsthaft? Ich jetzt wieder dahinter steigen. Ernsthaft? Ernsthaft? Gut, okay. Dann können wir auf jeden Fall nochmal 1, 2, 3 irgendwie hier so die Dinger voll machen und dann passt das auf jeden Fall auf der Seite. Das können wir offen lassen. Der Reaktor ist halbwegs am Stehen.
zumindest der Start. Viel ist das nicht. Dadurch, dass wir auch ganz viele Enderperlen haben, ist es ganz sweet. In dem Fall schon. Ich lasse mal den anderen Schissel weiter durchlaufen. Das hier muss auch nochmal fleißig laufen. Die müssen hier weiter lopen auf live. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir kommen voran. I like it like that. When you... Okay, tschüss.